A2.4. Die Rechtecke A2, B2, C2, D2 und A3, B3, C3, D3 haben einen Umfang von 28,75 Längeneinheiten. Berechnen Sie die zugehörigen Werte für x. Hier heißt es jetzt, Rechtecke haben diesen Umfang. Und aus der Aufgabe vorhin kennen wir schon den allgemeinen Umfang, den wir berechnet haben. Ist hier zu sehen, nämlich 1,25x² minus 10x plus 43,75. Den brauche ich an dieser Stelle. Also schreibe ich ihn schnell ab. 1,25x² minus 10x plus 43,75. Und jetzt weiß ich, dieser Umfang hier soll 28,75 ergeben. Also ist gleich 28,75. So, wir haben hier jetzt eine quadratische Gleichung. Das erkennt man hier an dem x². Und für die quadratische Gleichung gibt es eine Lösungsformel, nämlich die sogenannte Mitternachtsformel, mit der man das x ausrechnen kann. Um diese anzusetzen, brauchen wir auch eine spezielle Form. Die finden wir alle in der Formelsammlung auf der Seite 10. Und heißt es zum Beispiel, die allgemeine Form ist ax² plus bx plus c gleich 0. Und da fällt hier auf, aha, wir haben auch quadratische Gleichung, aber auf der rechten Seite hier steht eine 0. Also muss ich diese Gleichung noch so umformen, dass ich hier 0 stehen habe. Das erreiche ich über die Äquivalenzumformung. Ich ziehe hier die 28,75 einfach ab und erhalte dann eine neue Zeile mit 1,25x² minus 10x und jetzt 43,75 minus 28,75, das sind plus 15, ist gleich 0. So, jetzt kann ich es nochmal vergleichen. Hier habe ich ax² plus bx plus c ist gleich 0. Das passt also zusammen. Jetzt kann ich überlegen, was ist mein a, was ist mein b, was ist mein c. A ist immer der Zahlfaktor für x², b ist der Zahlfaktor für x und c ist die Zahl ohne Variable. Hier muss ich das Minus mitnehmen. Weil hier heißt ja unten plus bx, hier kann ich mir denken, plus Klammer auf minus 10x, also dieses Minus gehört noch zur 10 mit dazu. Um jetzt die Lösungsformel ansetzen zu können, ist es noch sinnvoll, erst die Diskriminante auszurechnen, um zu überprüfen, wie viele Lösungen hat diese quadratische Gleichung überhaupt. Diskriminante lässt sich berechnen über b² minus 4 mal a mal c. Und jetzt sieht man schon, weshalb man dieses a, b und c überhaupt braucht, damit man es einfach in diese Form hier einsetzen muss, ohne groß nachdenken zu müssen. Also d ist gleich b². B haben wir hier, ist minus 10. Dann minus 4 mal a sind die 1,25. Mal c sind hier die 15. Das noch einmal in den Taschenrechner eingeben und ausrechnen. Und dann kommt ein Wert von 25 raus. Dann kann man jetzt die Lösungsformel ansetzen, die finden wir auch auf der gleichen Seite, wo es heißt, x1,2 ist gleich minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. So, die erste Lösung geht, indem wir plus die Wurzel rechnen und die zweite Lösung geht, indem wir minus die Wurzel rechnen. Dann folgt daraus, x1 ist gleich minus b, b war minus 10, setzen wir also gleich ein, plus die Wurzel aus der Diskriminante und die war 25, geteilt durch 2 mal a, also 2 mal 1,25. Das lässt sich jetzt auch ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann erhalten wir einen Wert von 6. Das gleiche machen wir jetzt mit x2. Wieder minus, minus 10 und an dieser Stelle minus die Diskriminante, also minus Wurzel aus 25 geteilt durch 2 mal 1,25. Kann man auch wieder einen Taschenrechner eingeben und dann kommt ein Wert von 2 raus. Und das sind schon unsere beiden gesuchten x-Werte. Für x1 gleich 6 und für x2 gleich 2 ist der Umfang der Rechtecke 28,75 Längeneinheiten.